Schön. Lass es Liebe sein. Liebe ist alles. Liebe ist alles. Liebe ist alles. Lass es Liebe sein. Mach nichts anderes mehr daraus. Fühle jetzt die Liebe. Fühle jetzt die Liebe des Vaters. Fühle jetzt die Liebe Gottes. Seine Liebe ist alles, was wir brauchen. Seine Liebe ist unser Fundament. Wir sind auf Liebe gebettet. Wir sind selbst die Liebe, weil wir aus seiner Liebe erschaffen sind. Wir sind voller Liebe. Ich kann nur Liebe geben. Ich kann nur Liebe geben. Weil da nur Liebe ist. Fühle Gottes Liebe jetzt in mir. So ein sanftes, berührendes, leichtes Gefühl. So ein stilles, beruhigendes. Zartes, zärtliches, reines. Nährendes Gefühl. Noch ein bisschen gepudert mit Sehnsucht. Ich fühle Gottes Liebe jetzt in mir. Seine Liebe ist in allem, was ich sehe, weil seine Liebe in meinem Geist ist. Das ist eine totale Entscheidung für Gott. Das ist die Hingabe. Ich will mich in Liebe hingeben.
Ich will mich in seinem Namen lieben und lieben lassen. Sein liebender Sohn, der eine reine Geist, der wir alle sind, reiner liebender Geist in ihm und er in mir. Wir sind nur Liebe. Wir können nur in Liebe schauen. Deshalb schaust du nur auf Liebe, weil da nur Liebe ist. So einfach. So einfach ist Gott. Die Liebe Gottes ist es, die mich erschaffen hat. Die Liebe Gottes ist alles, was ich bin. Die Liebe Gottes erklärte mich zu seinem Sohn. Die Liebe Gottes in mir macht mich frei. Ich vertraue mich seiner Liebe total an und gebe sie so, wie er sie mir gegeben hat. Und nur das ist sein Wille. Und ich will seinen Willen tun. Und dafür und nur dafür öffne ich mich. Weite ich mich, erhebe ich mich, erhelle ich mich. Und nutze diesen Körper, solange ich diesen Körper wahrnehme, mit Augen der Liebe zu schauen. Nichts anderes. Nichts anderes. Ich schaue aus meinem Himmelreich in mir, aus all dieser Heiligkeit und Lieblichkeit auf meine Welt. Stets mit Gott. Und all den Heiligen. Und in seiner Liebe, in seiner ewigen, stillen Liebe zu mir sind alle Bedürfnisse befriedigt. Vater, wir kennen nicht den Weg zu dir. Doch haben wir gerufen und du, Vater, hast uns Antwort gegeben. Wir werden uns nicht einmischen. Die Wege der Erlösung sind nicht die unseren. Denn sie gehören dir. Und bei dir suchen wir nach ihnen. Unsere Hände sind offen, um deine väterlichen Gaben zu empfangen.
Wir haben keine Gedanken, die wir unabhängig von dir, Vater, denken und hegen keine Überzeugung darüber, was wir sind oder wer uns erschuf. Dein ist der Weg, den wir finden und dem wir folgen möchten. Und wir bitten nur darum, dass dein Wille, der auch unser eigener ist, in uns und in der Welt geschehe, damit sie jetzt ein Teil des Himmels werde. Amen. Ich fühle Gottes Liebe jetzt in mir. Ich bin stiller, ruhiger Geist in Gott, liebend und geliebt. Ich bin sein liebevoller Gedanke. Der Ausdruck seiner Liebe. Deine Antwort ist immer Liebe, genauso wie meine. Das jetzt vollständig anzunehmen, vollständig zu geben, das ist alles. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Möge ich mich den ganzen Tag hindurch daran erinnern, dass ich nur Liebe bin, dass ich nur auf Liebe schaue. Dass ich nur auf Unschuld schaue. Amen. Ja, danke, Vater. Danke, Vater. Danke immer wieder. Für deine ewige stille Liebe zu allen und allem. Ich will alles geben, damit ich deine Liebe wahrlich erfahre. Danke für dich, danke Gott. Danke uns allen.
Liebe ist der Weg, den wir in Dankbarkeit beschreiten. So sei es. Und so ist es. Uns allen einen liebevollen Tag.